Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie heute hier in Worms bei der Kunsthandlung Steuer und zu einer Ausstellung mit Werken von Klaus Brandner. Klaus Brandner ist ein österreichischer Maler, Grafiker und Bildhauer. Er lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Klagenfurt. Klaus Brandner ist begeistert vom Leben, von dem, was es ihm bietet, wie er sagt, und was er alles daraus machen kann. Also ich begrüße wie immer der Seniorchef, obwohl die meiste Arbeit mit der Ausstellung hat ja der Juniorchef gemacht. Der hat das auch im Vorfeld alles mit Herrn Brandner, da steht er, ausgemacht. Ich kenne sie alle schon. Ja. Und, aber er will immer, dass ich die Honneurs mache. Also er sagt, Vater, macht gut das noch und es ist ja gut, so, wenn ein Alter noch für was brauchbar ist, wenn er mir ein paar Sprüche machen kann. So. Also ich begrüße Sie alle, ich habe das dieses Mal aufgeschrieben, dass ich nichts vergesse. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer fünften und in diesem Jahr letzten Ausstellung. Ein besonderer Willkommensgruß gilt dem Künstler Klaus Brandner hier. Danke. Und mit seiner charmanten Begleitung der Katrin. Wo ist die Katrin? Es ist schön, dass Sie zur Eröffnung Ihrer Ausstellung für uns extra aus Klagenfurt angereist sind. Und da haben wir auch schon verraten, es ist ein österreichischer Künstler, Kanten. Wir arbeiten schon viele Jahre zusammen und es freut uns sehr, dass es in diesem Jahr geklappt hat, mal ein ganzes breites Spektrum an Arbeiten auszustellen. Wir hatten immer ein paar Serigraphien im Laden, auch ein paar Originale, aber jetzt hat es endlich mal geklappt, um die Vielfalt, die er ja dort mal zu bringen. Es ist eine Ausstellung, die mit ihren warmen, leuchtenden Farben, der verzauberten Bildsprache und dem fröhlichen Titel gut den Herbstblues, den wir jetzt 2-3 Tage da hatten, vergessen lässt. Jetzt zitiere ich ein bisschen, Audrey Heller ist überzeugt, dass Brandners Arbeiten friedensreich 100 Wasser gefallen hätte. Das ist die Kurzversion. Natürlich ist die Kurzversion. Aber man erkennt ja auch, also wer so ein bisschen gewünscht ist, es stimmt, es sind auch bei seinen Skulpturen oder bei manchen Bildern und wenn man dann den 100-Wasser kennt, und wir hatten ja vor ein paar Jahren schon mal eine 100-Wasser-Ausstellung dahin, und da erkennt man dann immer auch mal so, das ist ja so ein bisschen und überhaupt. Aber es ist nicht noch gemacht, das ist an den Augen lehnt, aber man erkennt einfach durch die Farbe vielleicht. Ist egal, sage ich. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir das eine Buch, was er da liegen hat, für das Farbbilden hat der Dalai Lama das Vorwort geschrieben. Macht er ja auch nicht bei jedem. Wie er das macht, werden wir vielleicht nachher erfahren. Wenn man das liest, was überall über ihn steht, steht, statt Kindergarten verbrachte er seine Kindheit lieber in der Natur und legte wohl da schon den Grundstein für die leuchtenden Farben und die fantasievollen Motive. Jetzt kennt man es auch trotzdem, hat er das Matura geschafft. 1985, bei uns ist das Abitur, in Österreich ist das Matura. Und nach einem kurzen Besuch der Kunsthochschule begann er als freischaffender Künstler zu arbeiten. Seit dieser Zeit macht er viele Studienreisen und hat auch über 250 Ausstellungen europaweit also gemacht. Die Teilnahme an vielen internationalen Kunstmessen und Ankäufen für Sammlungen und für den öffentlichen Raum zeugen von seiner Wertschätzung. Und er ist auch Mitglied im Berufsverband der österreichischen Bildenden Künste. Aber das sagt schon nicht unbedingt viel. Man muss die Werke sehen, um dann zu spüren, ob es ein gescheiter Maler ist oder also nicht gescheit, ob er was kann oder ob er was nicht kann, ob er das richtig rüberbringt oder nicht rüberbringt. Ein Highlight für ihn war sicher, 2019 durfte er in der Foundation Jean Miró auf Mallorca
kann man nicht bloß als Besucher, als Tourist hier gehen, sondern international anerkannte Künstler kriegen auch die Gelegenheit, dort in einem Atelier zu arbeiten und sich auch in Drucktechniken, wie der Miro gleichfalls gemacht hat, zu verfeinern und zu verbessern oder was Neues dazu zu lernen. So, und dann zum Schluss, wie kam es zum Kontakt mit dem Dalai Lama? Das würde den Abend sprengen jetzt, ja. Aber ganz kurz gesagt, meine Idee war, zu diesem Bildband, das ist immer so eine Frage, wer macht das Vorwort? Soll er vielleicht jemand sein, der in irgendeiner Art eine Bedeutung hat oder interessant ist oder so? Und da habe ich die Idee gehabt mit dem Dalai Lama, dann hat das erste Umfeld gesagt, das wird wahrscheinlich nicht gehen, weil er hat ja keine Telefonnummer und so weiter und so fort. Und im zweiten Umfeld war ich dann schon in der Nähe vom Dalai Lama, also so der Dunstkreis um ihn, die haben gesagt, alle, nein, das geht nicht. Das macht er grundsätzlich nicht, das ist nicht möglich, das soll ich vergessen. Aber für mich ist so, immer wenn die anderen sagen, es geht nicht, das heißt noch lange, dass es nicht geht. Und letztendlich, um es abzukürzen, war es so, dass man mit vielen, vielen letztendlich Interventionen von Freunden, die ihn dann doch besser kennen, weil der Dalai Lama hat ja in Kärnten dieses mit dem Rogner-Tibet-Zentrum aufgebaut und den kenne ich gut und so ist die Verbindung gegangen. Letztendlich noch ganz lange hin und her hat das dann doch gemacht. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Vorwort geworden. Und es ist einfach deshalb, weil ich das wollte. Gut. Also ich sage jetzt mal vielen Dank. Natürlich können Sie alle gern den Herrn Brandner auch selber noch was fragen. Er wird sicher Zeit sich für Sie nehmen. Sie können natürlich auch die Gelegenheit ergreifen und falls Ihnen heute Abend schon ein Bild gut gefällt und Sie möchten das, dann ist natürlich auch die Chance, dass der Herr Brandner noch eine Widmung oder so wie beim Dalai Lama, ne, dass er dann irgendwas draufschreibt. Aber guck, schauen Sie sich um, lassen Sie es gut gehen, der Weigut Kloß bewirtet uns und die Brezeln stehen auch überall rum, sowohl mit Käse, mit Futter und mit Körner und mit allem, je nachdem, wer was will. Und dann lassen Sie es einfach gut gehen und dann wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Neben mir begrüße ich nun den Künstler Klaus Brandner. Hallo. Hallo. Herr Brandner, Sie sind ja in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. Wie selbstverständlich ist es da, Künstler zu sein? Oder ist es dann doch auch eher eine Berufung, die Ihnen in die Wiege gelegt worden ist? Es ist in jedem Fall eine Berufung, aber es sind in meiner Familie wirklich auffällig viele, die Künstler geworden sind. Aber ganz selbstverständlich ist es natürlich nicht. Wenn man das macht und wirklich auch intensiv betreibt und davon leben will, ist das ganz eine eigene Geschichte. Also das ist wirklich eine Berufung. Herr Brandner, wie wichtig ist es Ihnen, in Ihren Werken die Leidenschaft leben, künstlerisch auszudrücken und woher kommen Ihre Ideen? Das ist schon ein gutes Wort, die Leidenschaft. Um die geht es immer. Es ist ja alles mit Leidenschaft. Also es wird ja nur was gut, wenn es mit Leidenschaft passiert und entsteht. Und die Ideen kommen, würde ich sagen, vom Leben. Also alles, was man sieht und hört und erlebt, inspiriert mich. Sie sind ja nicht nur Maler, Sie fertigen auch wunderbare Skulpturen. Mit welchen Materialien arbeiten Sie? Die Skulpturen sind zum Teil aus Keramik, zum Teil aus Metall, Kunststoff, Beton, also das ist wirklich verschieden, je nachdem, ob es eine Skulptur für den Innenbereich ist, eine kleine Sache, oder etwas ganz Großes außen, das wird zum Teil aufgemauert und dann verputzt oder wie auch immer. Aber dann mache ich ja auch noch zu den Skulpturen, mache ich auch noch Grafik, Druckgrafik, das heißt, ich stelle die Serigraphien bei mir in der Werkstatt selbst her. Das ist ein Teil, der mich immer schon von ganz Anfang an begleitet hat und mir sehr am Herzen liegt auch, ja. Ihre Skulpturen sind ja teilweise von imposanter Höhe, habe ich gesehen im Internet. Ja, das stimmt. Teneriffa, das war ein schönes Projekt. Die ist so 6,5 Meter hoch.
und steht dort im Süden in so einem Skulpturengarten, übrigens von einem Deutschen, einem Erfinder, der dort einen riesengroßen Skulpturenpark angelegt hat und da steht diese Skulptur, ja. Die wurde direkt dort angefertigt, ja. In Ihrem Atelier wie auch in Ihrem Garten sprüht es ja so voller schöner Farben. Woher kommt Ihre Begeisterung für leuchtende, intensive, starke Farben? Tja, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht einfach, weil die Natur so schön ist. Weil das einfach von dem her schon inspirierend ist. Die Farben sind ja in der Natur. Und ich erfinde da nicht wirklich was Neues, sondern ich schaue hin, lasse es auf mich wirken. Und ich glaube, daher kommt das, ja. Die Werke von Ihnen sind ja oder vermitteln eine gewisse Magie. Liegt im Einfachen meist die größte Kraft, um Sie zu zitieren? Ich glaube schon, ja. Ein einfaches Symbol, was dann im Kopf groß wird und zu einer Geschichte wird, das ist die Magie in meinen Bildern. Sie sind Optimist? Absolut. Herr Brandner, vielen Dank für dieses Interview und viel Erfolg. Danke. Ich habe nun Helmut Steuer an meiner Seite, der mit seinem Sohn Matthias diese Ausstellung initiiert hat. Hallo. Grüßt euch. Helmut, wie kommt man an einen solchen außergewöhnlichen Künstler wie Klaus Brandner? Ach, das ist eine lange Geschichte. Wir haben von einem österreichischen Verleger von vor über 20 Jahren den Klaus Brandner, die Bilder vom Klaus Brandner beigebracht bekommen. Und wir haben sie recht gut verkauft und irgendwann ist dieser Verleger alt geworden und ist nicht mehr gekommen und was ist dann eingeschlafen. Dann kamen aber urplötzlich Kunden, die bei dem Frühjahr schon mal eins gekauft hatten und haben noch eins dazu gewollt. Und dann haben wir eben die Adresse von Klaus Brandner rausbekommen und haben direkt mit ihm gearbeitet. Und seit dieser Zeit ist ein wunderschöner Kontakt entstanden, dass wir auch nicht bloß die Grafiken, also die Siebdruck- oder Serigraphien wir haben, sondern dass wir immer auch ein, zwei Unikate im Laden von ihm haben. Und da gibt es nur sehr wenige Galerien oder Kunsthandlungen in Deutschland, die das hinbekommen haben. Also die Serigraphien, die werden über Verlage durchaus im Breit verstreut, aber Originale wenig. Super. Helmut, die Bilder von ihm sind ja überaus leuchtend und farbenfroh. Sind das Ölfarben oder Acrylfarben? Das sind Acrylfarben und auch in seinen Serigraphien. Es sind einfach leuchtende, warme Farben, wie du das schon gesagt hast. Und das ist unheimlich positiv. Also man steht vor dem Bild und bekommt automatisch ein warmes, ein positives Gefühl. Man spürt richtig die Energie von diesen Bildern. Das ist unheimlich. Das habe ich bei ganz, ganz wenig Bildern erlebt, dass das so direkt übergeht. Helmut, das sind, ja, sind die auf Leinwand? Ja, die sind auf Leinwand, ja. Die Rahmung finde ich so besonders außergewöhnlich. Die geben ja so eine direkte Optik. Ja, das sind Schattenfugenrahmen, das macht man jetzt so und bei seinen Bildern fällt das besonders auf mit dem braunen Schattenfuge. Das ist einfach, dass es nicht eingesperrt wirkt, dass es freischwebend ist. Das ist aber was durchaus im Moment so Gängiges. Ja. Ist aber grober, kann das sein? Ja, das ist ja die Leinwand ist auch grober. Er nimmt eine grobe Leinwand, das ist ja unterschiedlich von Maler zu Maler und für seine Arbeit braucht er eben diese etwas strukturierte und grobere Leinwand, ja. Ich hätte dich ja jetzt gerne noch was zu diesen sogenannten Siebdrucken gefragt, aber da haben wir ja in der Laute hat's ja einiges gehört. Ja, ne? Wir wissen jetzt, dass es Siebdrucke zwar die Übersetzung ist, aber dass es eigentlich Serigraphie im künstlerischen Bereich heißt. Und bei ihm ist das Besondere, dass er die Siebdrucke als selber anfertigt, also keinen Drucker, der die Schablonen, die gebraucht werden, oder die Siebe, wie man so sagt, dann auflegt und dann genau mit den Farben und vorgeschrieben das macht, sondern er macht das alles selber. Und deshalb hat er auch erklärt, dass jedes Bild, obwohl eine Auflage, doch immer einen leichten anderen Touch hat. Die Bilder und auch Skulpturen von Klaus Brandner sind ja irgendwie magisch.
und erinnern mich, kann das sein, Fima, du hast es ja auch schon gesagt, ein klein wenig an 100 Wasser. Ja, nicht bei allen Sachen, aber wenn man auch im Katalog blättert und sein Haus sieht mit den Keramiken oder mit den Figuren, dann hat man sofort die Erinnerung an ein 100-Wasser-Haus oder an ein 100-Wasser-Objekt. Und manche Gemälde, wie das jetzt im Schaufenster, mit den großen Punkten, die auch bei ihm immer eine besondere Bedeutung haben, es sind quasi Punkte, die vom Himmel fallen, wie Regentropfen, die vom Himmel fallen sollen. Das erinnert ganz stark schon an 100 Wasser, der das auch gemacht hat, ja. Helmut, du hast es eben ja auch schon gesagt, wenn ich seine Bilder ansehe, bekomme ich sofort gute Laune. Und solche Bilder sollte man doch eigentlich jeden Tag ansehen. Ja. Die müssten eigentlich Vorschrift sein, dass im Treppenhaus oder im Flur so eins hängt und wenn man einen Streit mit seiner Partnerin oder Partner hat, muss man an dem Bild vorbei und schon ist es verflogen und alles ist wieder gut. Ja. Helmut, vielen Dank für diese wunderschöne Ausstellung und euch allen viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Liebe Zuschauer, mit ein paar Impressionen von dieser Ausstellung verabschiede ich mich heute von Ihnen. Bleiben Sie aufgeschlossen.